Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe euch ein neues Spiel mitgebracht und zwar heißt dieses Spiel Subsistence. Ja, falls dem einen oder anderen Subsistence jetzt noch nicht so geläufig ist. Es ist ein Sandbox Open World und Survival Game, also eine große Palette, die die Entwickler, die übrigens... Was war das? Okay. Aus dem Entwicklerstudio Cold Games, wollte ich sagen, haben sie im Oktober diesen Jahres veröffentlicht, dieses Spiel. Befindet sich derzeit noch in der Early Access. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es sich derzeit noch in der Early Access befindet, ist es, also hat es schon wirklich sehr großes Potenzial. Es ist wirklich für ein Early Access Spiel von einer kleinen Entwicklerfirma namens Cold Games, ist es doch schon ganz schön nice. Also alles das, was wir hier sehen, also wenn wir jetzt einfach mal hier so in die Gegend, in die Landschaft reingucken, ist es doch schon ganz schick. Natürlich gibt es Spiele mit definitiv besserer Grafik. Ich habe aber, muss ich sagen, ich habe jetzt für Testzwecke so die ein oder anderen Sachen mal ein bisschen runtergeschraubt. Wie gesagt, es befindet sich derzeit noch in der Early Access und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, für die Grafikeinstellungen, die ich jetzt derzeit habe, es sind keine schlechten. Ich habe aber so die ein oder andere Sache mal rausgenommen, wie so manche Filter, die das Spiel ja dann doch schon, also die so das ein oder andere Spiel dann doch ein bisschen beeinträchtigen können, gerade in der Early Access, die habe ich rausgenommen und trotzdem muss ich sagen, dafür sieht es wirklich ganz schick aus und alles das, was wir hier sehen, können wir, soweit ich das bislang weiß, können wir wirklich begehen. Also alles das, was wir sehen, ist wirklich Spielterrain und das ist doch schon einiges, was sie hier mitbringen. Ja, ich habe noch mal, ich bin ja so ein ambitionierter Nutzer-Review-Leser, ja, boah. Und die waren alle sehr, sehr positiv. Die sind alle sehr, sehr positiv ausgefallen. Natürlich hat man so einen oder den anderen mal dabei, der das Spiel oder der Spiele negativ bewertet. Das muss ich dann aber sagen, das sind dann meistens wirklich Einzelschicksale, die bedauerlicherweise ja dann mal vorkommen können. Je nachdem, weiß ich nicht, was sich manche Spieler dann bei manchen Hardware-Verhältnissen da vorstellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Spiel, wie gesagt, sehr positiv. Und ja, was, obwohl es jetzt sich derzeit halt in der Pre-Alpha befindet, ist schon sehr, sehr großes Wildlife implementiert. Auch sehr, sehr positiv. Das ist mir schon sehr, sehr positiv aufgefallen. Ich habe natürlich schon so einen kleinen Testlauf mal gemacht des Spiels, um zu gucken, wie das halt jetzt mit der Hardware aussieht und so weiter. Nochmal hier wegen der Early Access Geschichte, aber wir wurden schon von einem Wolf getötet, zerfleischt, sowie von einem Bären verfolgt, deswegen befinde ich mich hier derzeit auf diesem Hügel, weil der Bär unterhalb dieses Hügels noch gerade ein bisschen aktiv ist und nach uns sucht. Ebenfalls gibt es sogenannte AI-Hunters, ja, oder diese AI-Hunters, das sind einfach, ja, Computer. Da sehen wir gerade nochmal das Wildlife. Hier ist gerade so ein Hase hergeflitzt oder so weiter. Die wir übrigens dann auch noch für unsere Zwecke benutzen können. Sag ich es mal so. Nee, aber nochmal zurück zu diesen Hunters. Das sind einfach Computer. Spieler hier auf diesem Server, auf diesem Solo-Game-Server. Und sobald wir anfangen mit dem Base-Building, kommen die in dieses Land mit rein. Die werden zufällig generiert. Wie das genau ausschaut, weiß ich noch nicht, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt auch gerade erst angespielt und ich kam noch nie wirklich zum Kontakt mit denen. Und wie gesagt, sobald wir unsere Base bauen, werden die ja auch auf die Karte gesetzt, komplett random, und fangen dann auch an, ihre eigene Base zu bauen und müssen natürlich auch überleben, aber das wird natürlich alles von der KI gesteuert, sodass sie natürlich höchstwahrscheinlich nicht sterben werden, gehe ich mal von aus. Und die sind uns, glaube ich, nicht gerade positiv gesinnt. Also es kann passieren, dass sie uns dann auch wirklich anfangen zu jagen und so weiter, je nachdem, ob wir in deren Terrain kommen oder wenn die mal auf die Jagd gehen, dass die auf einmal bei uns vorbeischauen und Hallo sagen und nicht ganz so nett ankloppen werden. Ja. Ebenfalls soll wohl auch schon Multiplayer möglich sein, aber ich glaube, da ist es, denke ich jetzt mal, nur mit Freunden erstmal möglich, aber was natürlich nicht negativ ist. Ja. Also mit Freunden kann ich mir das doch schon echt ganz geil hier vorstellen, dass es ganz interessant werden könnte, gerade wenn man nicht immer zusammenspielt, sondern einfach mal untereinander sagt, okay, pass auf, wir zwei spielen zusammen und ihr zwei spielt zusammen. Das glaube ich doch ganz interessant. Wie das aber genau ausschaut, das weiß ich nicht, das kann man sich ja irgendwann im Laufe
der, ja, das kann man sich dann ja irgendwann mal nochmal anschauen, wenn da ein Interesse eurerseits besteht, ja. Auf jeden Fall kann man, sobald man das Spiel startet, auf dedizierten Server klicken und da kann man sich dann einen eigenen Server generieren. Gut, das Spiel, wie gesagt, ist ein Sandbox Open World Survival Game. Also Crafting ist hier definitiv schon möglich und ich habe so das Gefühl, weil der Publisher, also Cold Games, haben da viele Videos zugemacht zum Thema Base Building, also dass es möglich ist. Ich glaube, das ist hier wirklich so der Schwerpunkt, dass der Schwerpunkt hier aufs Base Building gelegt wurde. Da unten ist übrigens der Kamerad Bär, dem wir nicht zu nahe kommen sollten. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt. Ich will das Spiel jetzt einfach mal mit euch zusammen mal antesten und mal gucken, wie das denn so ist. Also, anfangs haben wir auf jeden Fall eine Axt dabei, dann haben wir eine Pistole. Da ist aber nur ein Schuss drin. Das war die Geschichte mit dem Wolf, der uns da zerhackt hat. Und ein Knicklicht. So, man muss natürlich mal gucken, ob die Sachen hier, wie die Pistole und die Axt, vor allem die Axt, ob die irgendwann auch mal kaputt gehen kann. Müssen wir mal gucken. Gehen wir erstmal von aus, deswegen gehen wir erstmal pfleglich mit unseren Sachen. Und oben links sehen wir übrigens derzeit die Gradzahl. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch unterkühlen können. Und wenn wir jetzt mal unser Gear anschauen, haben wir hier die Sachen, also werden uns die Sachen aufgelistet, wie in einem normalen Survival-Game halt, ne, die wir jetzt derzeit haben. Also wir haben einmal Bandagen, ja, für offene Wunden, logisch, klar, Matches, Streichhölzer, da haben wir hier Patronen, 9mm, ein Apfel und ist die voll oder ist die leer? Bottle of Water ist voll, denke ich mal. Okay, so, dann haben wir hier noch eine Pickaxe, die haben wir auch dabei, glaube ich. Sieht ganz so aus. Shotgun, Rifle. Ich weiß nicht genau, ob wir das jetzt schon haben oder ob wir uns das hier craften können. Aber sonst, also wenn wir das schon haben, wäre das echt cool. Also Campfire, Wooden Planks. Und ganz am Anfang, wenn man auf den Server joint, dann wird einem so ein bisschen auf der Benutzeroberfläche, wird einem so ein bisschen was präsentiert. Und zwar wird da immer darauf hingewiesen, dass man Base Command Unit, ich weiß nicht genau, ob man die bauen soll oder, wie gesagt, wenn wir das schon haben, dass wir die irgendwo setzen sollen. Ich glaube, das ist dann so, ja, die der Schwerpunkt, wo wir dann unsere Base bauen können, drumherum. Ich jetzt mal von noch aus, keine Ahnung. So, und das ist das, was wir, glaube ich, anhaben oder, ja, irgendwie sowas. Okay. Ich habe gerade auch mal, ich bin ja immer so ein Spieler, der, wenn der auf dem Server joint, einfach mal alle Tasten auf der Tastatur drückt, ne? Und ich habe auf der Taste, welche waren das? Nee. Irgendwo kann man sich in der dritten Person sehen. Ach da, guck mal. Cool, oder? Also so sehen wir aus. Ja. Hoch die Hände, Wochenende, hey. Okay. Also wie gesagt, ja, wir haben. Okay, zielen kann man nicht. Ist gut. Ja, wie gesagt, wir können uns auch so sehen. Ne? Wir haben derzeit noch. Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns was anziehen würden, oder? Light White T-Shirt. Kann man das anziehen? Nee, kann man nicht. Ah, okay, alles klar. Doch, das hier muss man alles craften. Ah, alles klar. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Okay. Ja. Was machen wir denn da mal? Also, ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal kurz ein bisschen um. Und ja, nee, nochmal zurück hier. Also man kann wirklich sehen, man kann wirklich sehr, sehr viel craften. Also Ammo Casings muss man wahrscheinlich craften. Gunpowder, ja, also Schwarzpulver, Schießpulver muss man sich auch herstellen. Da hat man doch eine ganz schöne Palette. Also dafür, dass es Early Access ist, ist es doch schon einiges. Solange man das auch alles machen kann. Ja. Sieht doch schon mal. Was ist das? Das ist bestimmt für Brüche, oder? So eine Art Schiene. Biofuel. Medicinal Herbs. Okay. Dann wollen wir, finde ich, mal anfangen. Am besten ist natürlich im Survival Game erstmal Holz hacken, oder? Die Bäume, so wie ich das vorhin mal so mitbekommen habe, können nicht gefällt werden. Also die bleiben einfach beständig. Die bleiben einfach beständig und können nicht umfallen. Vielleicht ist das besser.
Hilfe der, der Early Access Version, wenn es dann irgendwann mal fertig ist, sich das dann noch ändern. Auf jeden Fall ist es derzeit noch nicht möglich. So, warte mal. Hier ist doch gerade noch irgendwo Holz runtergefallen, oder? Hier, da. So. Okay. Gucken wir mal. Jetzt haben wir 4 Holzblöcke, Holzstämme. Da können wir jetzt Sticks rausmachen, würde ich sagen. Was brauchen wir denn für ein Campfire? Pine Log und Sticks. Sticks können wir craften. 1, 2. Wie viele brauchen wir, haben wir gesagt? 2. Okay, haben wir. Dann hacken wir jetzt hier nochmal. Okay, können wir nicht mehr Holz hacken. Dann hacken wir hier mal weiter. Nämlich noch einen Holzstamm, damit wir unser Campfire machen können. Wo ich immer so ein bisschen Probleme mit habe, ist, wo baut man am besten sein Camp? Ja? Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht viel gesehen. Ich bin hier unten irgendwo gespawnt und bin direkt hier hochgerannt, weil ich direkt in so einem Bären gespawnt bin. Also da muss man wirklich aufpassen, ja, wenn man spawnt, bloß am Rechner sein. So, dann haben wir hier noch so Steine. Können wir die mit der Axt kaputt machen oder brauchen wir dafür eine... Ne, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Spitzhacke, ne? Ja. Okay. So, Sträucher hier, können wir die schon wegmachen? Können wir die überhaupt wegmachen? Weiß ich nicht. Blumen? Auch nicht. Hm. Aber Holz ist immer gut. Holz ist immer gut. Holz. Hack das Holz, hack das Holz. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche, also der Ingame-Sound, nicht zu laut ist für meine Stimme. Denn wir können hier unter, also im Menü können wir noch keine Einstellung daran vornehmen. Ja, wir können lediglich Einstellungen daran vornehmen an der Grafik und so weiter, aber noch nichts am Sound. Muss man mal gucken, wie sich das verhält. Ah, Truhen. Oder was ist das? Genau, die sind auch Ammo-Container. Ach, guck mal. Nee, okay, das ist mir doch neu. Ich hatte nämlich in der Review, habe ich schon mal irgendwas gelesen, dass man solche Boxen finden kann und dort irgendwie, weiß ich nicht, auf jeden Fall liegen hier ab und an mal wieder solche kleinen Boxen, wo man, die man mitnehmen kann, dachte ich. Aber nein, hier sind wohl andere Sachen noch drin. Daraus können wir ja, glaube ich, Munition machen, ne? Genau, Schwarzpulver 2. Alles klar. Okay, habe ich verstanden. Gucken wir mal. Habe ich jetzt nicht genommen, ne? Nee. Alter, was? Da ist zum Beispiel ein Bär. Siehst du? Und der Bärposter. Süßer Bär, braver Bär, kleiner Bär. Mh. So, ich bin mal gespannt, wie lange wir hier überleben. 13 Minuten haben wir bis jetzt geschafft. So, also wir haben Holz. Ich finde, wir sollten mal gucken, dass wir uns irgendwo jetzt eine kleine Base... Oh, fuck. Also noch schlimmer als Bären, weil die sind nicht so schnell, sind die Wölfe und die sind verdammt schnell. Also vor denen sollten wir uns echt fernhalten. Wenn dann nachher noch die Jäger mit dazukommen, um Gottes Willen, das würde ich gar nicht dran denken. So. Ne, ist doch ein Bär gewesen, okay. Also man sollte auch nicht allzu schnell hier durch die Gegend laufen. Siehst du, da hinten ist so ein Wolf. Siehst du den? Da hinten? Ja. Man sollte auch nicht allzu schnell durch die Gegend laufen. Man kann nämlich auch, meine ich, wo war das? Hier auf C kann man nämlich auch, kriechen, beziehungsweise geduckt gehen. Einfach um, ja, nicht ganz so doll auf sich aufmerksam zu machen, ne? So. Die Base sollten wir am besten an so eine Anhöhe machen. Also im Tal wäre es wahrscheinlich unglaublich schlecht, das zu machen. Mal gucken. Also bis jetzt läuft das Spiel wirklich flüssig. Bin überrascht. Early Access, ja. Sehr gut, bis jetzt. Also ich habe derzeit keine Probleme. So. Gucken wir mal, wo wir das Base bauen. Aller Anfang ist einfach. Sprach der erfahrene Spieler. So. Ich meine, letztendlich muss es ja auch noch nicht... Okay, es wird auch schon kälter. Wir haben jetzt noch 9 Grad.
Ja, und unten rechts kann man unsere Stamina sehen, also unsere Gesundheit und unsere, weiß ich nicht, unsere Ausdauer vielleicht. Könnte sein. So. Das sieht doch eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus hier, oder? Das Problem wäre halt, wenn jetzt da hinten ein Tier kommt, ein Wolf oder ein Bär oder so weiter, dann sind wir da ganz schön schlecht dran, ne? Was war da? Was ist das? Das ist ein Wolf. Ja, hehe. Ja, was mache ich jetzt? Ja, wenn der uns jetzt sieht, ne? Also ich will nicht schießen, weil mit einem Schuss, also da muss er schon echt gut sein. Ich habe es letztes Mal nicht mit einem Schuss hingekriegt, zu töten. Und ich will ja nicht unbedingt einfach nur Wölfe töten. Das ist ja... Ja, keine Tiere hier töten. So. Okay. Sollen wir einfach mal sagen, wir machen hier, weil so langsam geht die Sonne auch unter. Und wir brauchen unbedingt ein Feuer, eine Feuerstelle. Weil ich nicht ausprobieren möchte, was passiert, wenn man erfriert. Also, wenn man anfängt zu frieren. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal hier so ein Campfire hin. Genügend Holz haben wir ja schon. So, warten wir mal ab. Was ist denn Padded Cloth? Padded Cloth can be used to craft advanced clothing. Ah, okay. Dann brauchen wir was für Federn, Baumwolle und... Ja. Okay. So. Campfire. Haben wir das jetzt schon platziert? Nee, ne? Oder? Ah, hier, okay. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ist das. Alles klar. Dann setzen wir das mal. Wo setzen wir das denn mal hin? Okay, wir setzen das einfach mal hier hin. Open. Alles klar, okay. Jetzt müssen wir hier natürlich auch Holz reinpacken. Klingt logisch. Fuel. Fuel added to fire. Okay. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Vielleicht sollten wir... Können wir das denn noch? Was ist das? Cook fuel ignition. Ignite. Okay. Ah, alles klar, okay. Höchstwahrscheinlich müssen wir auch immer wieder Holz drauflegen. Ja. Okay, wir müssen uns tatsächlich auch um unser Holz kümmern, um unser Feuer kümmern. Was machen wir da hinten bei der Wolf? Das machen wir mal. Das hier. Sammeln jetzt auch mal wieder Holz. So. Wenn wir jetzt was sehen könnte, wäre es natürlich besser. Ah, blaues Licht, okay. So, zack, zack, zack. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Ich meine schon, oder? Holz, 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 Holz. Ah, das passt schon so. Okay, hit F to open. So, wir legen einfach mal direkt Holz nach. Ach, haben wir direkt alle drei, okay, alles klar. Asche. Asche können wir, was? Was soll das? Can be used as... Fertilizer. Okay. Fertilizer sagt mir jetzt nichts. Legen wir einfach mal zu hier. So. Okay. Ah, siehst du? Hier unten rechts leuchtet jetzt auch ein Symbol auf, wenn wir in der Reichweite des Feuers sind. Wahrscheinlich können wir uns dann, wie gesagt, daran wärmen. Ja, jetzt ist es weg. Okay. Also, wir müssen uns definitiv auch wärmen am Feuer. Eieiei. Alles klar. Das heißt, wir müssen unbedingt am Feuer bleiben. Weil siehst du, wenn ich jetzt weggehe, wird oben die Anzeige auch, das wird jetzt schon 8 Grad, minus 2 Grad und der Bildschirm fängt an zu frieren. Yeah, okay. Staying warm. Light a fire. Descent in altitude or craft clothes. Okay. Gucken wir uns das mal an hier. Clothes, clothes, clothes hier. Okay, was brauchen wir alles für... Brauchen wir, wie gesagt, Cloth für und Cordage, okay. Da
das wird wahrscheinlich... Müssen wir wahrscheinlich erstmal unser Hauptaugenmerk drauf legen, dass wir definitiv Klamotten brauchen, ja? Okay, Cordage. Was brauchen wir für Cordage? Brauchen wir Fibers. Okay, das sind wahrscheinlich so kleine Äste, oder? Cotton und Fibers. Ja, okay. Hühnchen habe ich schon gesehen. Hühnchen, Federn, ne? Also, wenn das funktioniert. Oder Vögel. Je nachdem, müssen wir mal gucken. Ich würde auch sagen, wir versuchen dann jetzt in naher Zukunft nicht so oft unsere Waffe, also nicht so oft Gebrauch von unserer Waffe zu machen, einfach weil damit wir hier keine Wölfe oder sowas oder Bären anlocken. Ich will auch gar nicht wissen, was hier noch alles so für Tiere rumlaufen, die uns gefährlich werden können. Aber wie gesagt, mit dem Wolf und mit dem Bär habe ich schon Erfahrung gemacht. Sehe. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Proteine, wir brauchen Früchte, Obst, wir müssen aufpassen, dass wir genügend trinken, dann generell Hunger. Ich sehe gerade, Früchte brauchen wir. Nehmen wir doch mal direkt den Apfel, oder? Eat. You have eaten apple. Mal eins. Okay. Das heißt, sobald es wieder Tag ist, sollten wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir Nahrung finden. Also Nahrung finden am ersten Tag. Dann brauchen wir Federn. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns diese Padded Cloth hier herstellen. Also Cloth. Dann müssen wir gucken, wo wir irgendwie Baumwolle herkriegen. Ja, und die Federn, die angesprochen. Damit wir uns auf jeden Fall Kleidung machen können. Denn ich sehe gerade, hier fängt es sogar an zu schneien. Ach du Scheiße, okay. Also das Spiel hat auf jeden Fall bislang wirklich Potenzial. Man muss wirklich schauen, wie man was anstellt, auf was man definitiv Wert legt auf den ersten Tagen, weil es bringt uns jetzt wirklich nichts hier mit dem Basebuilding anzufangen, weil wir einfach erstmal Klamotten brauchen, um überhaupt eine Möglichkeit haben zu überleben. Und mir gefällt es ganz gut bislang. Ich finde es echt interessant, wenn man sich überlegt, irgendwann müssen wir sogar Metalle herstellen und um Gottes Willen. Also es ist wirklich vielfältig, vielfältig, vielfältig. Ja, viel mehr können wir jetzt erstmal nicht machen, weil es Nacht ist. Und das finde ich auch gut so, dass man nachts wirklich nichts machen muss, sondern wirklich aufpassen muss, dass man am Feuer bleibt, warm bleibt und so weiter und so fort. Mir gefällt es bislang ziemlich gut eigentlich. Es läuft sehr flüssig für eine Early Access und man hat wirklich eine Menge Crafting-Möglichkeiten. Und gerade wenn ich mir das hier nochmal anschaue, Base Building, was man alles machen kann. Wood Foundation, Wood Wall, Wood Siling, also Böden, Decken, man kann sogar ein Dach machen, man kann Woodstairs machen, das heißt, man kann wirklich mehrere Stockwerke hochgehen, man kann Türen machen, sogar Railings, das ist wirklich interessant und darauf freue ich mich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, wie weit man das so treiben kann, dieses Spiel in der Early Access Phase bislang. Ich würde sagen, wir machen hier im ersten Teil einen Cut und sehen uns dann definitiv wieder, sobald es hell ist, im zweiten Teil. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns, sobald es wieder Tag wird. Ich lege mich jetzt ein bisschen schlafen. Und dann bis morgen.